Liebes Publikum, willkommen bei Theater der Jugend im Kinderzimmer. Heute hat die Schauspielerin Simone Kabst das chinesische Märchen Wie Hund und Katz Feinde wurden für uns gelesen. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Unser heutiger Auftrag für euch lautet: Helft dem alten Ehepaar, ihre gestohlene Rassel wieder zurückzubekommen. Eine Person schlüpft in die Rolle der diebischen Katze und pirscht sich auf leisen Pfoten an. Und die andere Person übernimmt die Rolle des wachsamen Hundes und macht wuff, sobald er nur das leiseste Geräusch hört. Lisa, kann ich die Katze spielen? Mhm, und ich mach den Hund. Okay, dann können wir jetzt eigentlich starten. Bereit? Lisa, mach die Augen zu. Blinzeltest. Hey, Augen schließen. Ja. Und nicht schummeln. Nein. Versuch Nummer 1. Ha, erwischt. Okay, gleich nochmal. Ich probiere Versuch Nummer 2. Aber wir beide müssen jetzt deswegen keine Feinde sein, oder? Nein. Aber das nächste Mal bin ich die Katze. Okay. Solltet ihr keine Rassel zu Hause haben, könnt ihr auch eine Schelle oder einen Schlüsselbund oder eine Packung Nudeln nehmen. Hauptsache es scheppert. Und um keines unserer Videos zu verpassen, könnt ihr am besten einfach den Kanal abonnieren. Wir wünschen viel Spaß!